Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute haben wir einen einen gebrauchten Lastrada Regent L. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Grundriss des Regent L nicht. Deswegen ist es heute doppelt spannend zu gucken, weil ich am Ende des Videos von euch wissen möchte, ob ihr so einen Grundriss haben möchtet. Weil die meisten Werke uns immer wieder fragen, was wollen wir für die neue Saison, was brauchen wir hier, was brauchen wir da. Und der Regent L ist lange Zeit ein super gut verkauftes Auto gewesen, dann ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt haben wir immer wieder Nachfragen, die danach fragen, weil dieses Auto bestimmte Dinge ganz besonders macht und besonders toll. Und es gibt verschiedene Ideen, die ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Und vielleicht wird man ja bei den klassischen Partnern, die wir für Mercedes haben, Lastrada und Westfire, irgendwann Erfolg haben, weil ich ganz viele ganz tolle Urlaube in genau so einem Fahrzeug gemacht habe. Heute geht es vor allem um das Auto. Der Wagen ist ziemlich genau 10 Jahre alt, also erst zugelassen 2014. Die Kunden haben sich einen wunderschönen neuen Lastrada Nova EB bestellt. Den zeigen wir euch in einem der nächsten Videos. Den kriegt ihr auch noch mal ausführlich zu sehen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, dieses Fahrzeug euch zu präsentieren. Vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, genau so ein Auto habe ich schon immer gesucht. Also, ein gebrauchter Lastrada Regent L mit allen Details. Lasst uns mal gemeinsam das Fahrzeug anschauen. Viel Spaß! Okay, womit haben wir es zu tun? Erste Hand, bei uns damals gekauft. Immer schön genutzt worden, sicherlich auch intensiv genutzt. Wir haben 152.000 Kilometer. Und eine der Kernfragen bei gebrauchten Fahrzeugen ist immer, was kostet der Spaß? Und da muss ich euch an dieser Stelle sagen, ich weiß es noch nicht. Wir setzen uns nämlich jetzt gemeinsam mit diesem Fahrzeug auseinander, damit wir uns hinterher mit den Kunden abstimmen können. Und ihr sagt ja immer wieder, ich soll hier irgendwo im Video die Preise reinschreiben. A, ist er mit dem Kunden noch nicht abgestimmt zu dem Zeitpunkt, wo wir es filmen. Und B, ist es ja ehrlicherweise auch so, dass sich Dinge mal ändern, das Auto irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Und wir wollen dann einfach euch das sozusagen tagesaktuell bieten können, solange die Anzeige online ist, die wir euch jetzt hier mit dem QR-Code, der eingeblendet ist, verlinken und parallel auch unten in der Videobeschreibung verlinken, steht das Auto zur Verfügung. Wenn die beiden Links nicht mehr da sind, ist der Wagen nicht mehr da und so habt ihr quasi den direkten Zugriff, ob das das Richtige für euch ist oder nicht. Außerdem ist ja meist sowieso jemand dabei, der in den Kommentaren reinschreibt, was der Wagen kostet, weil immer wieder jemand nicht verstanden hat, das gucken zu können. Also könnt ihr euch anschauen, wie ihr das wollt. Das Zweite ist, wenn ihr jetzt sagt, super Konzept, aber für mich passt das überhaupt nicht mit dem Dachbett da oben drin. Das ist ja kein großes Geheimnis, dass wir sowas da drin zu erwarten haben. Dann denkt dran, den Kanal zu abonnieren, weil wir die jungen Gebrauchten und auch die älteren Gebrauchten, die wir für die Kunden vermarkten, immer zuerst hier bei YouTube zeigen. Und so seid ihr dann up to date und kriegt mit, ob der Wagen für euch passt. Das, was ihr hier seht, ist die Außenfarbe blau-grau. Für den Mercedes war das damals Serienausstattung. Die Dachlackierung musste man immer separat bezahlen. Ich finde, das ist eine Farbe, die dem Auto wahnsinnig gut steht. Das ist ja eine Farbe, die bis heute bei Mercedes so im Programm ist. Und ich finde, es macht ihn elegant, es macht ihn, wenn er in der Natur steht, unauffällig und ist irgendwie eine dankbare Farbe. Das Auto ist jetzt nicht so 100% sauber, aber er wirkt immer schön sauber. Wir gucken mal rum, was der Wagen an Sonderausstattung hat und was noch mit dazu kommt. Sollte euch irgendwas fehlen, könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch da beantworten, ob man das nachrüsten kann oder nicht. Und wenn ihr ernsthaftes Interesse habt, kommt gerne auf uns zu. Ich sehe hier auf der Rückseite schon, wir haben eine Rückfahrkamera, da gucken wir gleich mal drin, ob sie vernünftig funktioniert. Wir haben eine Anhängerkupplung mit dabei, die ist hier auch fest dran montiert. Und ganz typisch für eine Anhängerkupplung, die für Fahrradträgertransport oder für Fahrradtransport genommen wird, ist, muss man so ein bisschen aufs Auto gucken, der ein oder andere kleine Kratzer, da wo nachher die Fahrräder theoretisch gegenhauen, wenn man nicht aufpasst. Passiert einfach, wenn man mehrere Jahre unterwegs ist mit so einem Auto. Es gibt zwei Lösungen. Einerseits haben wir ganz typisch für so Autos, die 10 Jahre alt sind, das Dekor ist ein bisschen gelöst. Man könnte jetzt einfach das Dekor runternehmen und vom Folierer die Fläche hier einfach schwarz folieren lassen. Ich glaube, dann würde das total picobello und gut aussehen. Und dann lasst uns doch gleich mal hier hinten in die Hecktür gucken. Da seht ihr nämlich gleich, was für ein Konzept wir haben. Dieses Auto ist ein Auto für jemanden, der sagt, ich möchte ein richtig schön großes Raumgefühl, ich möchte ein Auto unter 6 Meter und ich möchte gerne ein Dachbett haben, weil hier eine ganz tolle Sitzgruppe, eine echte separate Dusche und eine Toilette hier mit drin ist. Damit man aber trotzdem Stauraum für Tische und Stühle hat,
Habt ihr beim Regent L hier, kann man reingucken, richtig tiefes Fach, kann man sehen, wie tief das reingeht. Ja, ich kriege hier ein Nicken. Das heißt, Tisch und Stühle passen rein und vorne, da seht ihr so ein kleines Loch in der Mitte, kann man sogar noch hochklappen, dass wenn ihr was wirklich Langes zum Durchladen habt, ihr bis nach vorne durchladen könnt. Wir haben teilweise Leute gehabt, die ein komplettes Surf-Equipment hochkant und da rein verstaut haben. Hier, mal gucken, ob ich es rauskriege. Handgriffe lange nicht mehr gemacht. Die letzte Einweisung eines Regent L, so muss man es machen, ist nämlich schon ein bisschen her. Haben wir den Stauraum für Gas. Da passen einmal 5 und einmal 11 Kilo rein. Das zum Beispiel ist jetzt was, wo man ganz klar sagen muss, der Druckregler ist halt wie das Auto aus 2014. Jetzt haben wir 24. Also ist das was, was jetzt neu gemacht werden muss. Das heißt, ich gehe mal davon aus, bevor der Wagen zu euch kommt, regeln wir das nochmal. Wir machen die Tür hier mal zu. So viel ist hier hinten ja sonst nicht zu sehen. Was haben wir hier auf der Seite? Das Schöne finde ich ist, dass das eine total cleane Optik ist, die da ist. Ganz normaler Truma Außenkamin, Frischwasser-Einfüllstutzen und ansonsten haben wir einfach einen ganz normalen Sprinter. Der Wagen hat 120 kW. Hier blenden wir jetzt ein unsere Gebrauchtwagenkarte zu diesem Fahrzeug. Also, wie Sie sehen, haben wir hier einen Lastrada Regent L. Erst zugelassen im Juli 2014 mit 152.000 Kilometer. Der Wagen ist motorisiert mit dem hervorragenden 120 kW Motor, was umgerechnet 163 PS sind, hat eine Automatik in der Außenfarbe blau-grau und ist erste Hand. Wir möchten Ihnen dieses wunderschöne Fahrzeug jetzt noch etwas näher präsentieren. Das war der Werbeblock. Und jetzt gehen wir wieder zurück in das Auto. Wir haben, wie gesagt, den 120 kW Motor mit 163 PS. Daran erkennt ihr, dass das ein Euro 5 B Plus Wagen ist. So heißt die Schadstoffklasse von damals. Das heißt, wir haben grüne Plakette und alles, was man dafür braucht, mit dabei. Und ich klappe das hier auf, weil er kein AdBlue hat. Das ist nämlich das, was ich euch zeigen wollte. Die Wagen hat er kein AdBlue. Wir checken das vorsichtshalber nochmal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Euro 5 heißt, kein AdBlue. Genau, sonst wäre nämlich hier der Einfüllstutzen für AdBlue. Und so habt ihr einfach einen Wagen, ganz normaler, klassischer Diesel. Von vorne, das ist die damalige Schnauze, gibt jetzt auch nicht so viel zu sehen. Das, was man sehen kann, ist, dass der Wagen obendrauf eine Solaranlage hat. Und da ich nicht genau sehen kann, was es ist, ihr aber ja genau wissen wollt, was es ist, scheuen wir weder Kosten noch Mühen noch Aufwand und holen uns schnell eine Klappleiter und gucken gemeinsam rauf aufs Dach. Also, wir gucken mal gemeinsam, was oben drauf ist. Man sieht auf den ersten Blick, ich habe die kleine Leiter genommen. Das reicht fast gar nicht, weil wir hier, wenn ich mich recht entsinne, waren das damals 2,99 Meter Gesamthöhe. Und damit ihr euch, ich leihe euch mal meine Augen und wir gucken hier oben gemeinsam drauf. Also das, was ich hier sehe, ist, dass wir zwei Solarmodule hier vorne haben. Das sind so, würde ich sagen, vom Format 2x60 Watt. Also wir haben hier 120 Watt. Die waren auch damals schon ab Werk drauf. Und der Rest des Daches ist frei. Und was ich ganz cool finde für die Optik, ist, dass wir hier mit der Leiste, die auch massiv ist, und wenn ihr das da drüben sehen könnt, da sind auch zusätzliche Nutensteine drin. Das heißt, man könnte sogar noch einen Querträger reinpacken. Drin haben wir schön viel Licht, weil wir einmal hier die 50x70 Dachhaube haben und hinten in der Dusche die zweite. Das habt ihr gesehen und dann können wir nämlich unsere Runde weiterdrehen. Leider lassen wir erstmal stehen, Handy geben wir beim Kameramann ab, damit alles vernünftig verwendet werden kann. Was müssen wir denn von draußen noch gucken? Mehr müssen wir tatsächlich nicht gucken. Elektrische Trittstufe, all solche Sachen waren damals im Rahmen des Komfortpakets serienmäßig. Dann machen wir doch am besten gleich mal die Schiebetür auf und werfen einen ersten Blick in das Fahrzeug. Und ihr seht auf dem ersten Blick, wir haben ein Fahrzeug unter 6 Meter, aber trotzdem eine L-Sitzgruppe, trotzdem eine tolle Stehhöhe, trotzdem eine tolle Nasszelle und viele kleine Schmankerl. Und ich gucke mal, ob ich die alle noch zusammenkriege. Für mich das Praktischste, als ich mit dem Regent L immer unterwegs war, ist der Klapptisch. Hier kann ich nämlich einfach das runterklappen und habe die Außenwand des Schranks als Tisch. Falls irgendeiner von euch Herstellern zuguckt, sowas hätte ich gerne in den neuen Autos. Ein Highlight in jedem Auto, technisch so einfach. Zwei Scharniere, Thema erledigt. Und ich komme auch noch super an meine Sachen ran. Das ist doch cool. Wo sind eure cleveren Ideen geblieben?
wir können mal ein paar Innovationen vertragen bei den neuen Autos. Insgesamt halt ein richtig schönes Raumgefühl, weil der Küchenblock, anders als bei den modernen Ducatos, halt alles offen ist. Und man hier diese Abstellfläche hat, wo man sich theoretisch mal draufsetzen kann. Aber vor allem, wenn man sich in die Sitzgruppe fläzt, den totalen freien Blick hat, weil hier wirklich eine klassische Raumtrennung ist. Wir haben hier vorne Wohn, ich kann das Bett runterklappen, trotzdem noch gut darunter sitzen. Guck mal, das zeige ich euch direkt mal. Zack. Ich weiß sogar noch, wo mein Kopf hingehört. Ich habe viele schöne Urlaube in so einem Regent gemacht. Das heißt, man kann hier drunter sitzen. Ihr habt dahinter jetzt eine volle Küche in voller Stehhöhe und dahinter noch mal einen großen Kleiderschrank und die Nasszelle, was da ist. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Kommt mal rein und dann gucken wir, ob der Regent L zu euch passt. Das ist die Kernaussage dieses Autos. Ich bin richtig weit weg von euch. Und ich habe hier ja immer noch die ganze Nasszelle hinter mir. Weil einerseits, ich bin immer wieder zwiegespalten, was der richtige Grundriss ist. Die meisten Autos setzen ja auf ein festes Doppelbett im Heck quer oder auf Längsbetten, aber auf jeden Fall auf Betten hinten. Es hat immer den Vorteil, dass ihr mehr Stauraum habt. Aber wenn man sich anguckt, dass dieses Auto, der Sprinter hat ja eh so eine lange Nase, im Prinzip so wenig Innenraum hat und man trotzdem so viel Raumgefühl hat, dann ist das ein riesengroßes Argument. Plus, dass da oben einfach ein tolles Dachbett mit ist. Und wenn man das Schlafen im Dach liebt, und ich bin in so einem Wohnmobil, man kann das flapsig sagen, gezeugt, geboren und aufgewachsen. Für mich war es immer ein Highlight, oben im Dach zu schlafen. Und ich mag das bis heute. Aktuell haben wir ein Tuven Vario von Pössl. Da schlafe ich auch im Bett oben und finde es einfach großartig, erhöht rauszugucken. Das Schöne hier ist aber, wir haben hier einen Doppelboden mit einem Stauraum. Guck mal, kannst du da, dann können wir damit das gar nicht erst vergessen. Blick hier unten reinwerfen. Das ist die Klappe, die wir vorhin von außen gesehen haben, die man hochklappen könnte. Dass, wenn ihr Angeln, Skier, irgendwas in der Richtung habt, das wunderbar genutzt werden kann, damit ich gar nicht vergesse, alle Kläppchen aufzumachen. Hier so ein kleines, ja, wahrscheinlich für Spielzeug, Gewürzbord, irgendwas in der Richtung. Und dann haben wir hier die Küche, die bei runtergesetztem Bett oder wenn ich es mir vorne gemütlich mache, wunderbar zu nutzen ist. Die hat bestimmt irgendwo Licht, genau. Und wir machen mal die Schubladen auf. Wir haben hier eine Besteckschublade, das ist schon mal gut. Besteck kann man immer brauchen. Wir haben hier eine richtig große Schublade. Und dann haben wir hier nochmal auch echt viel Raum. Und darunter ist noch eine, glaube ich. Genau, die ist ein bisschen kleiner. Da in der Ecke sitzt die Truma-Heizung. Und das hier ist so ein Apothekerauszug, der auch ganz viel wegschluckt. Und dann haben wir La Strada typisch, klassischen Dreiflammenkocher. Da könnte man nochmal einmal hier die Brenner ein bisschen reinigen. Damals schon mit elektronischer Zündung, das war 2014 definitiv nicht überall gang und gäbe. Und hier oben den Schrank, und wenn ich es recht entsinne, genau, man sieht das jetzt im Hellen nicht so sehr. Das Ganze ist indirekt von innen beleuchtet, so kriegt ihr einfach ein richtig schönes Licht hin. Und dadurch, dass wir die beiden Schiebetüren haben, habe ich halt auch nichts, was mir quasi vor den Kopf schlägt. Das machen wir wieder aus. Hier über uns, das ist das, was wir eben vom Dach gesehen haben. Die 50x70 Haube, die ihr richtig aufstellen könnt. Das heißt, ihr habt auch kein Problem mit Stauhitze, weil wir hier die große Haube haben und im Dachbett rechts und links zwei kleine Fenster, dass man und plus Schiebetür und Fenster unten ganz viel Querbelüftung möglich ist. Das dürfte man jetzt sehen. Gleitspray haben, aber das gucken wir uns dann auch nochmal an. Gegenüber von der Küche haben wir mein Lieblingsthema, Pushlocks. Wenn ihr euch gebrauchte Autos anschaut, lasst euch von solchen Kleinigkeiten nicht aus der Bahn werfen. So ein Pushlock kostet nicht die Welt. Das haben wir eigentlich bei jedem Gebrauchten, dass man so zwei, drei Dinger neu macht, weil die immer irgendwann anfangen zu hakeln. Einmal haben wir hier oben einen richtig schönen Schrank. Und dann hier daneben, kannst du so um die Ecke gucken, geht das? Ja, perfekt. Kleiderschrank mit rausnehmbaren Böden, Kleiderstange hier oben. Oben drüber nochmal ein großes Fach, das war damals das Fernsehfach, wenn man Satellitenanlage und Fernseher bei La Strada mitbestellt hat. Hier nochmal, guck mal, unbenutzte Fußmatten für die Einstiege links und rechts. Nochmal eine große Schublade, die geht noch deutlich weiter raus und da ist, glaube ich, die Technik-Ecke, genau. Wenn man hier reinguckt, da um die Ecke sind alle Sicherungen,
Nicht Heizungssteuerung, Solarregler, Sicherung fürs Radio, Ladegerät, alles hier unten zentral mit drin. Und ein bisschen Stauraum ist auch noch da. So, haben wir das auch alles gesehen? Dann, Hokus Pokus, Abracadabra, öffnen wir den Zugang zu den heiligen Hallen der Toilette und Dusche. Und das ist hier im Prinzip die Besonderheit des Fahrzeugs, weil wir hier hinten, ich muss das immer wieder betonen, 6 Meter Außenlänge, eine echte separate Dusche haben. Hier ist jetzt noch eine rausnehmbare Kleiderstange drin, die lasse ich auch drin. Aber guckt euch mal an, wie groß der Platz ist, auf dem ich hier stehe. Ich kann hier wirklich drin duschen. Und es wird dann halt nichts anderes nass. Und weil man eben nicht immer duscht, haben die Kunden jetzt hier sich noch eine Kleiderstange zusätzlich reingemacht, dass man einfach die Wäsche dort oder wenn man eine nasse Jacke hat, die da wunderbar hinhängen kann. Ansonsten haben wir hier auch schöne schöne Stauräume. Hier unten auch nochmal einmal reingucken. Der ganze Raum unterm Waschbecken ist wahrscheinlich zu dunkel. Ach nee, oh, was für eine tolle Kamera. Und was für eine tolle Kameraführung. Dass man das alles sehen kann. Einen großen Spiegel, eine Toilette mit ausreichend Beinfreiheit. Insgesamt halt eine richtig vollwertige Nasszelle. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir eine Sache eben in der Küche vergessen. Deswegen müssen wir, sieht sonst so aus, als wenn ich, nee, du brauchst gar nicht weit weggehen. Ich habe eben den Kühlschrank gar nicht aufgemacht, oder? Dann gucken wir da nochmal gemeinsam rein. Also wir haben hier einen Absorberkühlschrank. Das heißt, ihr könnt wählen, ob ihr mit 12 Volt, 230 Volt oder mit Gas kühlen könnt. Und passend dazu haben wir auch eine Truma Gasheizung. Jetzt tauschen wir einmal Plätze, damit ihr in dieses tolle Dachbett reinschauen könnt. Und dann haben wir das meiste vom Regent L auch schon gesehen. Und hier oben dann eben auch noch das Dachbett. Man kann trotzdem rein und raus gehen, man kann wie gesagt trotzdem unten drunter sitzen, aber man hat eben auch hier oben richtig schön viel Raum. Ein Arm, eine Hand und 5 Finger an Höhe. Wir haben nichts zum Messen dabei, Entschuldigung. Was mögen das hier sein? 60, 65 cm. Wir messen das nach und blenden euch das jetzt mit ein. Liegefläche ist auf jeden Fall groß genug. Auch die messe ich gleich nochmal, blende euch das mit ein. Und dann haben wir hier eine richtig schöne Kaltschaummatratze und darunter punktelastisches Lattenrost. Die Leiter kann hier drauf liegen bleiben, Bettwäsche könnt ihr auch drauf liegen lassen. Und dann kann man das einfach hochklappen und hat dann den Weg nach draußen, der euch den Weg in euer wunderschönes Cockpit hier freigibt, wo ihr in, wenn ich mich recht entsinne, Polsterstoff Luca, so heißt das Ganze, Pilotensitze von Agouti habt, die in dem Fall hier sogar eine Sitzheizung mit haben. Und ich finde, gerade wenn die hier in unserer Abendsonne erstrahlen, denkt man von der Sonne geküsst. Damit würde ich gerne in den Urlaub starten. Und als wenn wir das geplant hätten, habe ich hier schon mal liegen, was der Wagen an Ausstattung zumindest mit dabei hat. Also wir haben die 7 G-Tronic. Das ist eine relativ wichtige Information, weil Mercedes ziemlich genau in diesem Modell ja zwischen der Fünfgang, der sehr alten Fünfgang-Wandlerautomatik und der modernen 7 G-Tronic gewechselt hat. Wir haben Klimaanlage, solche Dinge mit dabei. Wir haben ist sogar eine Klimaautomatik, weil ich hier Gradzahlen einstellen kann. Wir haben Kenwood-Radio mit Rückfahrkamera dabei. Ja, und so viel anderes ist hier tatsächlich gar nicht. Wir haben die beiden super Sitze mit den runterstellbaren Armlehnen. Das hat Lastrada tatsächlich schon immer gemacht, dass man einfach links und rechts Armlehnen hat, die man sich richtig schön einstellen kann, dass wenn ich so am Lenkrad sitze, so ein bisschen diese chefmäßige Position mit dabei habe. Das, was ihr hier an Holz seht, ist Holzdekornuss. Das könnte ich tatsächlich heute noch so konfigurieren. Und die Klappen Colorline, ich glaube, die kriegen wir sogar immer noch. Ich finde das auf jeden Fall eine richtig stimmige, schöne Lösung, so wie es ist. Vom Sitzen, das ist ein ganz normaler Sprinter. Da brauchen wir jetzt nicht großartig Probefahrt machen. Ich sehe noch einen Tempomat, der ist im Technikpaket damals mit drin gewesen. Wir haben hier die ganzen offenen Ablagen mit dabei. Und ansonsten aber einen ganz normalen Sprinter, so wie er 2014 gebaut worden ist. Alles, was mir zusätzlich noch auffällt, wenn wir jetzt hier weiter gucken, schreiben wir mit in die Anzeige. Wenn ihr noch irgendwo Details von wissen wollt, euch für das Fahrzeug interessiert, wir blenden jetzt nochmal den QR-Code mit ein. Den QR-Code. Ich hatte eben kurz überlegt, ob das VR oder QR heißt, aber es heißt QR und ich habe neulich in einer Sonntagabendshow gelernt, QR steht für Quick Response. Das heißt, wenn ihr das scannt, habt ihr sofort die schnelle Antwort, was dieser Wagen kostet.
Also, nehmt euer Handy, scannt den Code ab, schaut euch an, ob der Wagen in Frage kommt. Wenn nicht, freue ich mich auf euch im nächsten Video. Wenn doch, nehmt gern Kontakt zu uns auf. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen und das, was ich eingangs, wollte ich vom Eingang nochmal wiederholen. Jetzt habt ihr den Grundriss gesehen. Ist das was, wo ihr sagt, das fehlt am Markt, weil es gibt diese Grundrisse kaum noch? Und ich frage mich einfach, warum die verschwunden sind, weil wenig Nachfrage danach ist. Ein Westfalia James Cook war genau dieses Konzept. Davon sind tausende Autos verkauft worden und sind die Leute zu faul, ins Dachbett zu steigen. Das hat so viele konzeptionelle Vorteile, das so zu machen, dass ich denke, es wäre doch cool, wenn wir sowas in neu mal wieder bekommen würden. Würdet ihr das neu kaufen oder eher nicht? Das wäre nett, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ja, das war's für heute. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Ich genieße ein bisschen den Sonnenuntergang und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!